Millionen Briefe gingen jährlich zwischen DDR und BRD hin und her. Darunter war auch die Post von Gerhard Stenzel. 1961 verlässt er Dresden und flieht nach West-Berlin. Seine Familie und Freunde bleiben zurück. Wenig später wird die Mauer errichtet. Die wöchentlichen Briefe sind bald der einzige Kontakt. Zwischen meinen Eltern und mir hat ein reger Postverkehr stattgefunden. Vor allen Dingen zur Weihnachtszeit wurden dann viele Pakete geschickt, ausgetauscht. Ich die Backwaren, die Mutter die Dresdner Stollen. Eines Tages ist der Brief der Mutter bereits geöffnet. Jedoch nicht von der Staatssicherheit der DDR, sondern vom westdeutschen Zoll. Und dann habe ich diese Banderole gesehen, der Brief war geöffnet, gelesen und dann hat man den Brief wieder geschlossen und hinten zugeklebt. Hier im Westen war ja verbreitet, der Osten öffnet Briefe und alles wird überwacht. Dass der Westen sowas macht, da auf diese Idee ist ja gar kein Mensch gekommen. Keiner. Der westdeutsche Zoll hatte ein immenses Interesse an der Ostpost. Die BRD wollte vor allem verhindern, dass Propagandamaterial in den Westen gelangt. Doch wie konnte die BRD-Regierung die DDR-Post kontrollieren, ohne das Postgeheimnis zu verletzen? Jahrelang hat der Historiker Josef Foschepohr dazu geforscht und die Antwort schließlich in bislang geheimen Unterlagen gefunden. Die Postbeamten durften es ja nicht. Die waren durch vielerlei Gesetze, Postgesetze und so weiter verpflichtet, die Poste von A nach B zu transportieren, aber sich nicht zu öffnen. So hat man geguckt, es können eigentlich nur die Zöllner etwas aus dem Verkehr ziehen. Also verabschiedete die Regierung ein Gesetz, mit dem sie einfach die gesamte DDR-Post zur Ware deklarierte. Damit konnte der Zoll nun jeden Brief öffnen. Das Ausmaß war enorm. Jeder Brief und jedes Paket aus der DDR durchlief 4 zentrale Überwachungsstellen, die direkt hinter der Grenze eingerichtet wurden. Hier öffneten die Zöllner nach Berechnungen von Foschepohr nahezu die Hälfte der gesamten DDR-Post. Den Höhepunkt bildete das Jahr 1960, in dem der Zoll mehr als 17 Millionen Postsendungen kontrollierte. Für Josef Foschepohr war das eine klare Verletzung des Postgeheimnisses. Das heißt also, hier wird mit einer Verordnung, in der der Sachverhalt überhaupt nicht beschrieben wird, um den es da geht, nämlich um Zensur, jahrelang, jahrzehntelang eine Maßnahme durchgeführt, die die Bundesregierung auch heute noch nolens volens irgendwie so tut, als sei das in Ordnung gewesen. Es war eine tiefe Verletzung des Rechtsstaates. Auch die Bundeswehr war an der Ostdeutschen Post interessiert. Eine spezielle Einheit, die Abteilung für psychologische Kampfführung, war hierfür zuständig. Thomas Mielke arbeitete dort ab 1961. Jede Woche fuhr er zum Postamt in Hannover und holte dort mehrere Säcke beschlagnahmter Post ab, um sie anschließend mit seinen Kameraden in der Kaserne zu durchsuchen. Das wurde dann mehr oder weniger danach sortiert, ist, was interessiert uns bei der psychologischen Kampfführung? Was sind irgendwo Bundeswehrmitarbeiter, Verwaltungsbeamte, Standorte oder sonst was erwähnt? Also eine ganz einfache Sichtung, was betrifft die Bundeswehr? Rund 100.000 Briefe durchsuchten die Soldaten alleine in einer Woche. Ihre Aufgabe? Herausfinden, was der sozialistische Feind macht. Es ging einfach darum zu stöbern. Wie so ein Hund mit der Nase drin, könnte denn hier was sein? Und die Post ist komplett dann verschwunden, die wurde auch nicht nochmal zugestellt? Nein, die wurde nicht mehr zugestellt, die war weg. 18-jährige Soldaten, die innerdeutsche Post öffneten, sichteten und vernichteten. War das legal? Nein, meint Josef Foschepohr. Die Bundeswehr darf natürlich keine Einsätze, sagen wir mal, mit Blick auf die Überwachung oder Kontrolle der Zivilbevölkerung durchführen. Sie sehen also, man wird immer wieder fündig, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Verfassung doch stark beschädigt worden sind. Nicht zuletzt auch durch die alliierten Geheimdienste. Im Deutschlandvertrag diktierten die Alliierten Konrad Adenauer mehrere geheime Zusatzvereinbarungen. Als der Vertrag 1955 schließlich in Kraft trat, konnten die Alliierten fortan die komplette Post aus der DDR überwachen. Lothar Nürnberger war ab 1965 im Hauptpostamt in Berlin beschäftigt, das bis zur Wiedervereinigung den Großteil davon bearbeitete. Die gesamte DDR-Post wurde den Amerikanern zugeführt.
und kam dann innerhalb von innerhalb von 2 Stunden wieder zurück. Was die daraus sortiert haben, wissen wir nicht. Und umgekehrt, die von den Sendungen, die in die DDR gingen, dort mussten einige Briefbunde den Amerikanern zugeführt werden. Überall in den großen Zustellämtern der Post saßen jeweils auch Alliierte. Jede Postsendung aus der DDR in die BRD ging auch über ihren Tisch. Im Berliner Hauptpostamt zum Beispiel waren die US-Amerikaner zuständig. 3-mal am Tag führten Nürnberger und seine Kollegen ihnen die Ostpost zu. In geheimen Räumen wurden diese dann durchsucht. Wonach? Da kann Lothar Nürnberger nur spekulieren. Also wir haben vermutet, dass die nach bestimmten Abend, dass das regelrecht Spionage war. Bei Firmenpost hatten wir den Eindruck, dass sie da Firmenspionage gemacht haben. Die Alliierten, vor allem die Amerikaner, waren vor allem auf eine strategische Überwachung aus. Also im Grunde das, was sie heute auch noch machen. Das heißt, sie wollten ganz möglichst viele Daten bekommen, um die dann strategisch hinterher auswerten zu können. Der Zoll, die Bundeswehr und die alliierten Geheimdienste. Es war ein gewaltiger Überwachungsapparat. Ab 1968 durften schließlich auch noch die deutschen Geheimdienste die DDR-Post kontrollieren. Die gesetzmäßig legitimierte Überwachung sah ja jetzt vor, amerikanische Überwachung, britische Überwachung, französische Überwachung, Überwachung Bundesamt für Verfassungsschutz, Überwachung durch Landesämter für Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und Bundesnachrichtendienst. Dagegen wird die Stasi schon ganz schön klein.